Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10 Video. Letztes Mal waren es die Duels, heute sind es die 5-7s und wir fangen direkt auf dem 10. Platz an. Auf dem Platz Nummer 10 für 93 Cent die Retribution. Lecker Teilchen, schöne Farben, so ein bisschen oldie auch, weil es so pastellig ist. Und ja, schöner 10. Platz. Auch hier, so wie eigentlich bei bis jetzt allen Waffen, ja, es gibt ultra viele Skins, die sehr nice sind. Also auf jeden Fall mehr als 10. Ist nicht so leicht, die Liste so zu machen, aber ich habe hier einfach mal das, ich sag mal, dann doch halt das Beste so irgendwie rausgesucht. Mit Kompromissen, klar. Auf dem 9. Platz liegt bei mir die 5-7 Berries and Cherries. Das Teil kostet in Minimalware 29,71 €. Für FT, Well Worn und so weiter gibt's nichts. Ja, da kann man wirklich schöne Pattern haben. Ich erinnere mich, dass wir eine Person in der Community hatten, die das Teil mit einem sehr nicen Pattern hatte. Sweet. Also wenn man die Pattern betrachtet, sehr sweet. Für 68 Cent auf dem 8. Platz die Withered Wine. Ist sogar nur ein hellblauer Skin, aber der Detailgrad gefällt mir hier ultra gut. Also generell lecky schmecky für Spaß an Decky und eben, das Gesamtbild könnte natürlich kräftiger sein für meine Verhältnisse. Ich bin ja ein Kind der Farben, aber dennoch geht die auf jeden Fall klar. Vielleicht, wie gesagt, etwas überraschender 8. Platz, aber die hat mich auch überrascht. Ich kannte die nämlich nicht. Ich glaube, ich habe sie einmal kurz gesehen in einem Video, als wahrscheinlich diese Collection rankam und ich mir sie angeschaut habe. Und habe damals wahrscheinlich schon kurz gesagt, ui, nicht schlecht. Und dann habe ich die wieder vergessen. Also, schönes Teil. Auf dem 7. Platz liegt eine alte Bekannte oder ein alter Bekannter, der violente Damian oder auch Daimyo. Lecker Teilchen schon ewig. Das Teil ist schon ziemlich, ziemlich alt aus der Gamma Collection. Und nach wie vor eine sehr schmackhafte 5-7, sofern einem Lila gefällt, wenn nicht, dann nicht. In FT für 13 Cent am Start. Die Preise sind übrigens alle von Skin Baron, beziehungsweise von einem kurzen Reinschnüffler in Skin Baron. Ich denke, wenn man sich ja noch so ein bisschen reinschaut und sortiert und vielleicht mit ohne Trade-Zeit, beziehungsweise vielmehr mit Trade-Sperre einstellt, dann hat man da möglicherweise noch bessere Preise. 6. Platz, auch ein sehr geiles Teil, für übrigens 1,11 € in FT. Ich sag hier immer den FT-Preis an. Wenn man dann was Besseres oder Schlechteres haben möchte, kann man sich ja umschauen. Die Boost-Protokoll. Den kannte ich, den Skin, aber noch nicht so sehr. Also ich habe hier auf jeden Fall viele schöne Sachen entdecken können, alleine auf dem Teil beim Erstellen der Liste. Wirklich, wirklich sweet. Also dann auch in Richtung eben White Skin, heller Skin. Ist ja mitunter gefragt. Also Leute, die eben sich so ein helles Loadout machen wollen, die können hier natürlich einfach mal zugreifen. Die 5-7 Fairy Tale auf dem 5. Platz für 13,62 €. Auch so ein Liebhaberstück von mir. Auch schon diverse Male im Stream rausgehauen. Mir gefällt die sehr, sehr gut. Ich mag halt einfach bunte Skins. Und dann, wenn dann noch so eine kleine Geschichte erzählt wird, beziehungsweise auch so ein bisschen was passiert im Artwork, dann ist das für mich super duper. Da fällt mir übrigens ein, zwar fernab von den 5-7s und von diesem Artwork hier, aber Kretl hat zum Beispiel auch eins gemacht, mit einer Kollegin zusammen. So ein geiles Ding. Einfach, wenn der Name und das Bild gut aufeinander passen, bei Kretl war es dann sogar ein Wortwitz, dann ist es einfach richtig, richtig viel wert. Also finde ich bei einem Skin. Oder es kann zumindest viel wert sein, wenn man darauf steht. Wie gesagt, 5. Platz Fairy Tale, 13,62 €. Weiter geht's. Für 2,62 € erhält man meinen 4. Platz, und zwar die Monkey Business. Die hat eine kleine Story bei mir, erzähle ich kurz. Und zwar habe ich mir die immer gewünscht und habe ich sie bekommen. Es war wunderschön. Ich habe im Stream, habe ich das einmal erwähnt. Und ich glaube, kurz darauf habe ich sie geschickt bekommen. Das Geile an dem Teil ist, wenn ihr die Magazine auswerft, also nachladet, haben die auch Bananchen drauf. Ultimativ sweet. Mittlerweile gibt es ja auch den Revolver dazu, also mehr oder weniger. Schön, schön, schön. Und so wie immer passiert jetzt hier Folgendes. Nach dem 4. Platz kommt der 3, 2 und 1. Und ich frage euch, was glaubt ihr, habe ich dort liegen? Tut auch gerne eure eigene Liste kund. In den Kommentaren eure Top 3, eure Lieblings 5-7, Top 10, wie auch immer. Let's go! Auf meinem 3. Platz, möglicherweise überraschend, ist die Fall Hazard. Für, und jetzt haltet euch die Ohren vielleicht lieber zu, 140 €. Das ist insane. Aber halt ein geiles Ding. Also ein sehr, sehr geiles Ding. Aus der Vertigo Collection, passt ja, Fall und so weiter und so fort. Geil. Die habe ich tatsächlich eben erst, oder was heißt eben, vorhin beim Erstellen der Top 10 Liste gesehen. Davor bestimmt auch mal irgendwie kurz so am Rande, aber dann erst richtig gesehen und gefühlt. Wie gesagt, 140 € in FT. Oh.
Und nun kommen wir wieder ins übliche Fahrwasser. Wir haben hier die 5.7 Angry Mob am Start. Die ist in FT für 4,12 Euro erhältlich. Geiles Teil, einfach ultra nice, schöner Einsatz der Farben. Da kann man auch mitunter mal einen passenden Sticker draufkleben, wenn man möchte. Und da ist eigentlich einfach alles richtig gemacht an dem Ding. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, also ich denke 90% der Zuschauer, oder komm, wir sagen mal 60%, weil das meiste wird dann doch auch von ich sag mal, vorbeilaufenden Neuen geschaut. 60% der Menschen, die jetzt zuschauen, wissen schon, was bei mir auf Platz 1 ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die anderen 40 lassen sich einfach mal überraschen. Für 18,50 Euro gibt's dort die ultra geile 5.7 Hyper Beast. Wahnsinn, dass die erst bei der Hydra Operation mit dazu kamen. Mir kommt es länger vor, mir kommt der Skin älter vor. Ich meine, klar, Hyper Beast gibt's dann ja wohl schon länger mit der M4 und so weiter und so fort. Aber ich dachte doch immer, dass auch die 5.7 schon älter ist. Wobei Hydra jetzt auch schon ein paar Jahre her ist. Also so ist es nicht. Richtig geiles Ding. Mein Mauspad ist ein Hyperbeast-Mauspad. Ich habe alle anderen Hyperbeast-Geschichten. Die AWP, die M4 und so weiter und so fort. Schnuckelbuckel, Alter. Ich wünsche mir bitte einmal eine Ausführung des Hyperbeast-Skins auf allen Waffen. Dankeschön. Mua. So, das wär's dann auch wieder gewesen mit dieser aktuellen Top-10-Liste. Es freut mich, dass ihr nach wie vor Spaß daran habt, gerade jetzt eben wieder im neuen Jahr. Gibt ja dann doch einige Skins, die überraschen, die dann plötzlich hinzukommen. Und natürlich gibt es hier auch, wie immer, ein Giveaway. Erstmal lösen wir das alte auf. Ich suche mir also aus, es sind gerade noch 3 offen. Hier ist einmal eine USPS Cortex mit 3 Gnar-Stickern drauf von dem einen Daddy Skins Video vom 3.2. Man sollte berichten, ob man schon viel gegambelt hat. Das gucken wir uns doch jetzt mal an. Ich habe bereits den YouTube Comment Picker ready, meine Damen und Herren. Rechnung habe ich auch tatsächlich richtig gerechnet. Ich fasse es nicht. 63 Kommentare. Kuss geht raus, Alter. Riesenkuss. Also freut mich sehr. Ich meine, klar, natürlich kommentiert ihr wegen den Giveaways oder ich habe die dupliziert nicht rausgemacht. Soll ich? Hab ich? Mach ich? Ja, na sicher. Ah, und jetzt ist es total wenig und ich bin dann traurig. 32. Lächerlich. Schande. Nee, Quatsch. Trotzdem, vielen, vielen Dank. Wisst ihr noch, was wir letztens über 50 hatten? Mega. Klar, ich meine, ihr seid natürlich am Kommentieren für die Giveaways. Viele von euch kommentieren nicht, wenn kein Giveaway da ist. Ihr schaut die Videos an. Gebt auch einen Daumen nach oben. Kuss. Aber die Kommentare muss ich so ein bisschen aus euch rauskitzeln, weil ihr alle schreibfaul seid. Das ist natürlich kein Gewinner, denn man muss ja schreiben. Also das ist ja wohl lächerlich. Also Gottes Willen. Solche Leute werden einfach gelöscht aus dem Leben. Man muss ja schreiben, ob man schon viel gegambelt hat oder so. Ich habe selber noch nicht gegambelt, habe aber schon CSGO Cases aufgemacht. Das ist ja theoretisch Gambling, aber eher mit Restgeld. Die beim Gambeln zuschauen, reicht mir. Das freut mich, Maniac Loki. Du bist somit der heutige Gewinner der USPS. Was habe ich gesagt? Cortex. Du kannst deinen Gewinn ganz einfach wie folgt abholen. Erstens schreibst du bitte unter dieses Video in die Kommentare, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Also sowas wie, wow, cool, ich habe gewonnen. Lirum larum. Und fügst bitte noch Folgendes. Deiner Videobeschreibung. Ah, es ist schon drin. Ja, sehr schön. Dann musst du diesen Schritt nicht mehr machen. Aber eben bitte hier drunter melden, damit ich sehen kann, dass du tatsächlich aktiv schaust. Jodle. Das hier ist übrigens die Cortex, die Monsieur gewonnen hat. Weiter geht's mit dem nächsten Skin. Und zwar gibt es heute ein SSG 08. Fever Dream zu gewinnen. Hierfür schreibt ihr einfach Folgendes in die Kommentare, und zwar, welche ist deine Lieblingspistole, wenn du reinballerst? Bist du bei CT üblicher USP-Spieler, bei T-Glock-Spieler, oder kaufst du da auch gerne mal was anderes? Ich meine, klar, First Round ist nochmal was Spezielles, aber welche ist wirklich deine Lieblingspistole? Du kannst auch gerne Deagle schreiben, auch wenn du die erst später kaufen kannst oder erst später kaufen solltest und kaufst. Wie sieht's aus? Und dann wär's das auch wieder gewesen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt dazu und seid cool. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.